Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Und in der Bastelstunde herzlich willkommen bei mir. Hier geht es heute um das Thema 3D-Drucke. Wie man unschwer erkennen kann, habe ich mir einen 3D-Drucker gekauft. Einen sogenannten Ender 5. Fand ich sehr gut, weil der hatte diesen kubischen Rahmen. Sehr schön stabil. Aber das ist ja egal, darum soll es ja gar nicht gehen, was ich mir gekauft habe, sondern eben um 3D-Druck in unserem kleinen 1 zu 160 Maßstab, ob das vertretbar ist oder ob man da die Finger von lassen sollte. Wir sehen natürlich jetzt hier schon ein Bild eines Tunnelportals, was ich mir in mühevoller Kleinarbeit, das sind also jeder Ziegel, den wir da sehen, der ist da separat gesetzt worden im 3D-Programm oder im CAD oder CAD-Programm. Und das wollte ich einfach mal austesten. Hier sehen wir übrigens ein kleines Schild, was gedruckt wird. Das ist, glaube ich, nachher gar nicht zu sehen, sondern ich habe erst die nächste Version davon genommen, weil hier hatte ich es doch ein bisschen untertrieben, weil die kleinen viereckigen Platten da in der Mitte, die er da gerade druckt, die sind 1 mm hoch und haben eine 1 mm Bohrung. Und da hat natürlich so ein Drucker ganz schön dran zu kauen. Die Fäden, die man da übrigens sieht auf der Druckplatte von den ganzen, die sind, die gehören halt dazu. Die kann man also mit dem Finger ein bisschen wegzupfen, überhaupt kein Problem. Und es sieht noch ein bisschen unsauber aus, weil er ist noch in einer sehr niedrigen Stufe. Das heißt, das Modell da, was wir sehen, ist noch lange nicht fertig. Und funktioniert recht gut. Also mir ging es halt darum, wie komme ich mit dem 3D-Druck zurecht. Ich weiß, es gibt Shops im Internet, wo man viele kleine Sachen kaufen kann, kleine Palettenstapel oder Säcke aufstapeln oder auch Ladegut. Und das wollte ich mir eben selber machen. Ich hatte es ja immer schon mal gesagt, ich möchte gerne individuell auf meiner Anlage arbeiten. Ich möchte also Sachen selber bauen und machen und entwerfen halt, was ich hier halt so mache. Und darum ging es mir halt jetzt hier, ob das überhaupt Sinn macht. Ich muss dazu sagen, wir sehen ja jetzt hier gerade das Modell in Fusion 360, habe ich das entworfen. Und ich habe mich da ein bisschen in Details verloren, muss ich dazu sagen. Da liegen weit über 300 Steine, die ich darauf gesetzt habe. Und da bin ich dann reingezoomt und habe die, es klingt jetzt blöd, höchst akkurat habe ich die aufgesetzt. Man sieht es auch so ein bisschen da rechts, sieht man ja an meiner Hand liegen. Auf der linken Seite von dem Tunnelportal, da gucken ja so kleine Ecken vor. Das sind also Steine, die so ein bisschen weiter rausstehen und damit es halt ein bisschen verwahrloster aussieht. Und ja, oberhalb jetzt hier haben wir es gerade gesehen beim Bepinseln da unterhalb von meinem Gummihandschuhfingern. Und dabei ist mir aufgefallen, dass man es nicht auf die Spitze treiben muss, bei Weitem nicht mit der ganzen Angelegenheit. Sicherlich die Steine, die entwerfe ich mir einmal, die kann ich immer wieder verwenden, überhaupt kein Problem. Aber diese höchste akkurate Ausrichtungssache, da kann man sich ein bisschen sinnlos in unserem Maßstab verlieren. Ich sag mal, arbeiten wir größer, H0 oder noch größer? Ja, hier sieht man es gar nicht. Schon gar nicht nach dem Bemalen, ist mir aufgefallen. Also von diesen wirklich vielen Feinheiten, wenn man dann beachtet, wie ich so die Steine in der höchsten Zoomstufe da ausgerichtet habe, dass die alle senkrecht untereinander liegen, dass die alle irgendwo passen, die Tiefe. Man sieht es hier oben links so ein kleines bisschen, habe ich ein bisschen mit der Höhe rumgespielt und jetzt habe ich es plan gelegt da, wieder höher gesetzt und ach, was weiß ich nicht alles. Und wir reden gerade über einen Maßstab da oben, wo ich das Höhen versetzt habe, von 0,25 mm habe ich das hoch und runter gesetzt. Wenn man dann mit Farbe hier anfängt rumzuklecksen, was ich hier gerade mache mit den roten und den schwarzen im mittleren Bildschirm und malt das dann aus, ich habe das da übrigens schon grundiert vorher, weiß, damit die Farbe besser haftet, dann ist das überhaupt nicht mehr zu sehen, ob jetzt die Steine, ich sag mal, 0,5 mm rausstehen oder 0,6 mm, das siehst du nicht mehr. Also wie gesagt, bloß nicht verrückt machen, wenn irgendjemand von euch auch dran denkt, sich sowas zuzulegen. Hier habe ich übrigens mit der Farbe schön gespielt. Ich habe mir einfach zwei Kleckse hingemacht und habe das immer beidseitig genommen und damit habe ich schon erreicht, dass nicht alles gleichmäßig braun oder rot oder schwarz wurde, sondern der Pinsel hat sich halt die Farbe von den beiden Klecksen genommen
Und dadurch habe ich eben helle und dunkle Stellen drin. Fand ich sehr gut, die Technik hat sich gut bewährt, sah auch nett aus. Ich habe das Ganze 2-3 Mal gepinselt. Ich habe nicht alle Schritte reingemacht. Ihr seht es ja, ich habe das ja immer so ein bisschen, das eigentliche Video immer am Rand geschoben, habe das nächste eingespielt, sonst hätten wir hier wahrscheinlich 20 Minuten Video oder sowas. Und das brauchen wir uns dann auch nicht antun, um mir zuzugucken, wie ich hier in dreifacher Geschwindigkeit pinsele. Aber ich wollte mal drüber sprechen, vielleicht hat ja einer von euch schon Erfahrung oder auch Erfahrung gemacht mit 3D-Druck und hat eine gute Meinung zu. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet generell oder ob ihr lieber kauft oder aus Hartschaum bastelt. Die Option steht ja auch, dass man eben aus Hartschaum, ich habe hier so flache Platten liegen, sind 2 mm dick, da kann man ja dann mit einem Cutter oder mit einem Bleistift, wie man das so macht, so einritzen seine Steine. Aber ich wollte eben auch diese Tafeln mit drauf haben, wo dann eben auf dem rechten, wo meine Hand gerade drüber ist, da steht West. Das soll das Westportal sein oder das Westtunnelportal werden. Und auf dem Schild, was ich hier gerade pinsele, da steht also Steampunk drauf, kann man ja sehen. Und das kann man natürlich mit dem 3D-Drucker machen. Das kann man natürlich aus Hartschaum nicht irgendwie friemeln oder sowas. Und deswegen wollte ich es eben wissen. Ich werde sicherlich nicht meine ganzen Häuser damit drucken. Das ist Quatsch. Aber man kann eben Dinge herstellen, produzieren. Und mir ging es nur darum, wie kann man überhaupt in dem N-Maßstab oder vielleicht sogar in den Z-Maßstab damit sich Dinge produzieren. Schaffen das die Drucker? Ich glaube, ich habe hier eine Nozzle, eine Düse, die macht 0,12 mm. Entschuldigung, das ist schon sehr klein. Also das funktioniert schon recht gut. Man muss natürlich mit seinem Druckprogramm rumspielen. Man muss Anpassungen vornehmen. Man muss natürlich da, es macht ja auch Spaß, sind wir mal ehrlich. 3D-Druck, wer sich da ein bisschen mit beschäftigt, der hat Freude dran. Und da entdeckt man plötzlich immer mehr Sachen, die man gerade eben für den Modellbau gut verwenden kann oder gut einsetzen kann. Und ich denke mal, das Ergebnis kann man durchaus sehen lassen. Ich meine, beachtet bitte, das ist mein erster Versuch, den wir hier vor mir sehen oder vor uns gerade sehen. Und ich bin nicht unzufrieden. Ja, wie gesagt, vielleicht hast du selber schon Ergebnisse mit sowas erzielen können und kannst mal deine Meinung bringen. Oder vielleicht ist es auch eine Anregung, dass man sich selber sowas mal kauft. Der war im Angebot, das war recht günstig. Der ist drauf in 399 auf 180 habe ich den bekommen. Kann man nicht viel falsch machen, muss ich dazu sagen. Aber wie gesagt, viele Sachen werde ich trotzdem weiterhin in Hartschaum oder Schrägstrich Styrodur verwenden. Aber ich denke, die beiden Sachen, ich will es ja immer so ein bisschen verwahrlost. Hier sieht es natürlich sehr gerade unsauber aus im großen Bild. Das ist noch nicht die finale Version. Hier wird noch viel dran gemacht. Das ist jetzt nur einfach mal beim Arbeiten, wie ich jetzt mit dem Feinpinsel hier drüber gehe und versuche, so ein paar Details noch rauszuholen. Dann habe ich nachher noch mit diesen hellbraun da im Hintergrund habe ich nachher noch in die Buchstaben reingefahren. Also es ist schon gut geworden. Hier sieht man ganz gut, wie es aussieht. Nicht ganz zum Schluss, da ist noch ein bisschen was draufgekommen danach. Aber ich denke, man kann es durchaus sehen lassen. Da kommt noch ein Mattlack drauf und dann ist die Sache fertig. Ja, ich wollte es euch nur mal zeigen. Vielleicht ist es eine Anregung. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr da auch was machen werdet. Und dann sage ich erstmal, mach schön gut dein Aquapainter. Tschüss.